Herzlich willkommen zur Auslosungsshow des FC Klosterneuburg anlässlich der Mini-WM 2018. Ja, wir haben uns hier getroffen. Der Stefan Faulhammer, Obmann des FC Klosterneuburg, Patrick Denzel, Jugendleiter des FC Klosterneuburg, Günter Benischek, einer der Erfahrenen im Organisationsteam, und meine Wenigkeit Richard Ziesler, um die Mini-WM 2018 am 16. Juni hier im Happyland stattfindend auszulosen. Vielleicht ein bisschen eine kurze Eingangsfrage an den Stefan. Klosterneuburg, ein Verein mit Nachwuchstradition? Ja, also wir sind auf jeden Fall dem Nachwuchs total verschrieben. Tradition ist vielleicht ein bisschen stark gesagt, weil so lange gibt es uns ja noch nicht. Aber die Jahre, die es uns schon gibt, also jetzt mittlerweile 13 Jahre, sind immer ein Zeichen des Nachwuchs gestanden. Und insofern bin ich besonders stolz, dass wir jetzt nach der Mini-EM 2016 nun auch die Mini-WM 2018 ausrichten, weil das ja wirklich ein Turnier ist, das für großartige Nachwuchsarbeit auch steht. Dann vielleicht an den Stefan, an den Günther. Die Frage, die Erinnerung an 2016, was war das für uns hier in Klosterneuburg? Also für mich war es ein wirklich sehr gelungenes Turnier, hat auch dem Verein sehr geholfen, war eine gute Visitenkarte für den Verein. Wir haben parallel zur Europameisterschaft das Turnier durchgespielt und es hat Zuschauer und Spieler, Trainer begeistert, also es ist uns wirklich gelungen. Ja, und in diesem Sinne, das wollen wir auch 2018 schaffen. Und wir präsentieren euch jetzt dann einmal kurz zwischendurch unsere Unterstützer und Partner bei diesem Turnier. Die werden so gelost, dass sie am Auslosungstableau nicht sofort gegeneinander spielen. Das heißt, die werden zugeteilt zum jeweilig anderen Tableau, sodass wir sie möglichst spät gegeneinander antreten lassen, wenn das der Turnierverlauf so bringt.
Wir ziehen jetzt abwechselnd ein Land und ein dazu passendes Vereinsteam. Und wenn statt Laue Klosterneuburg oder Pressmann Wolfsgraben in die gleiche Gruppe oder ins gleiche Tableau gelost würden, werden sie zurückgelegt und später neu gezogen. Wir starten mit der Auslosung. Marokko. SCU Gas. Island. FC Toli. England. FC Klosterneuburg U10. Spanien. USV Breslau. Serbien. SC Mansvert. Russland. FC Klosterneuburg Löwen. Frankreich. SV Gerersdorf. Uruguay. SC 7 Hirten. Portugal. SC Admira Gföhl. Kolumbien. FC Klosterneuburg Tiger. Da müssen wir zurücklegen, weil sonst sind sie in der gleichen Gruppe wie die U10. Das heißt, FC Klosterneuburg kommt zurück. Teco 7. Kroatien. USV Eichgraben. Belgien. RSC Wolfsgraben. Schweden. SR Donaufeld. Brasilien. FC Stadlau B. Polen. SC Herzogenburg. Deutschland. FC Stadlau A. Geht nicht. Stadlau A kommt wieder zurück. GTV S15 Reichapfelgasse.
Argentinien. SC Klosterneuburg Tiger. Das geht nicht. FC Biesenberg. Marburg kommt wieder zurück. Senegal. FC Stadlau A. Ah. Das geht nicht. Wir müssen das jetzt fix zuordnen. Okay. Das wir müssen Stadlau in das untere Tableau geben, damit sie nicht sehr schnell zusammenkommen. Und da ist noch über Dänemark. Also wir müssen Stadlau fix zu Dänemark zuordnen. Und Klosterneuburg müssen wir zur Schweiz geben. Und dann ist nur noch Senegal über, sonst aber in der Gruppe Senegal ist schon die FCK U10. Okay, das heißt Dänemark ist jetzt Stadlau A. Senegal. Susa Soccer. Susa Soccer. Und Schweiz ist Klosterneuburg Tiger. Schweiz.